Hallo, willkommen hier zu einem kleinen Create-Tutorial. Es wird gewünscht, dass ich mal sowas mache. Dementsprechend zeige ich euch heute, wie man eine simple, aber doch effiziente, unendliche Lava-Farm baut. Es ist ziemlich einfach. Ihr braucht einen Kessel, platziert ein paar Blöcke drüber eine Lava-Quelle, etwa so. Und darunter einen Block. Und darunter einen Dripstone-Block, beziehungsweise Pointed Dripstone. Gut, dadurch habt ihr jetzt eine unendliche Lavaquelle, aber das ist ja immer doof, jedes Mal dahin zu gehen zu müssen und ein Stück rausholen zu müssen. Dementsprechend automatisieren wir das ein bisschen. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier eine mechanische Pumpe hinsetzen, daneben ein paar Flutpipes und die dann am besten in den Tank reinlaufen lassen. Etwa so. Machen wir ein bisschen größeren Tank. So. Natürlich muss es jetzt angesteuert werden. Und zwar nutzen wir in dem Fall hier so ein Cogwheel. Legen wir mal ein paar weiter. Zack, zack, zack. Und lassen das hier ganz simpel mit, in diesem Fall, ein Wasserrad ansteuern. So, wichtig dabei ist natürlich, dass ihr dann, wenn die Maschine läuft, auf diesen Pfeil hier achtet. Hier zeigt er zum Beispiel, dass er hier reinpumpen will. Wir wollen natürlich aus diesem Kessel rauspumpen. Das heißt, wir nehmen eine Wrench, machen einmal einen Rechtsklick drauf, dass der Pfeil natürlich Richtung Tank zeigt. Und das heißt, sobald hier Lava drin ist, wird es da reingepumpt. Das kann ich mal demonstrieren. So, die Lava wird hier rausgezogen und wird dann jetzt hier nach und nach in diesem Tank eingefüllt. Das heißt, ihr könnt diese Geschichte beschleunigen, indem ihr halt ganz viele verschiedene Kessel nebeneinander baut und ganz viele Lavaquellen, sobald die hier drin sind, auch reinmacht. Dann habt ihr dementsprechend eine deutlich schnellere, unendliche Lava-Generation. Und wenn ihr etwas zum Beispiel raushaben wollt, wie ich zum Beispiel es immer gerne mache, ist mit einer Pumpe, einer Fluidpipe und dasselbe nochmal hier mit dem Anspielen der ganzen Verbindungen. Zack, zack. Wichtig, wie gesagt, ein Pfeil nach außen, dass es natürlich hier rausgeht. Und hier könnt ihr zum Beispiel eine Spout hinsetzen. Darunter ein Depot. Zack. Und zum Beispiel, nachdem der Tank natürlich ein bisschen gefüllt ist, das kann man aber fertig machen. So, der Tank ist ein bisschen gefüllt. Jetzt könnt ihr zum Beispiel immer euch, wenn ihr möchtet, einen Lava-Eimer rausziehen. Zack. Und zack, fertig. Haben wir eine vollautomatisierte Lava-Farm. Das war's mit dem Video. Wenn ihr Wünsche habt, was noch gemacht werden könnte, eventuell für Maschinen, ob jetzt komplex oder einfach, schreibt gerne in die Kommentare. Ich schaue mir das gerne an und vielleicht gibt es dann das ein oder andere Tutorial noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.